Digga, das ist wirklich auch echt diese 9 bis 10 von 10 Richtung. Ist auch diese Richtung 9 bis 10 von 10. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Was hat er hier gebaut? Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. iCrimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Heute gibt's mal wieder eine weitere Episode von Wünsch dir was in Fortnite. Heute sind auf jeden Fall wieder die Paul Berger mit dabei, die jetzt hier wieder eine Stunde lang Zeit haben, ihren Wunsch zu bauen. Und wer das Ganze am besten gebaut hat, der bekommt von mir auf meinen Nacken dann dieses Geschenk gekauft. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, wie es funktioniert. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Format feiert. Und heute die gesamte Rasselbande hier im Hintergrund mit dabei. Was geht ab? Hallo. Crimex am Start. Ja, sehr, sehr gut. Und Envoy. Wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, meine Freunde, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr jetzt einfach mal auf kostenloser Ehrenbruderbasis im Itemshop den Creator-Code iCrimex OG eintragt, meine Freunde. Support ist kein Mord. Könnt ihr mich supporten? Und jetzt würde ich sagen, kommen wir aber erstmal zum Thema. Und zwar, ja, ich habe ja letztes Mal eingeführt, dass wir immer so ein Thema haben, dass die Leute keine Maps schon vorbereiten können. Wir hatten ja jetzt inzwischen schon so Technikzeug, wir hatten Klamotten. Und das heutige Thema, alle gut aufpassen, ist Gutscheincodes. Das ist das heutige Thema. Das heißt, es kann zum Beispiel nur als Inspiration für euch, es kann ein Code für ein bestimmtes Spiel sein. Es kann vielleicht sogar ein Code für V-Bucks sein. Es kann ein PSN-Code sein. Es kann aber auch eine PaySafe-Card sein. Irgendwas mit einem digitalen Code, irgendein Wert, okay? Und das müsst ihr irgendwie möglichst geil, ja, irgendwie bauen. Ich glaube, es sollte jeder verstanden haben, was zu tun ist. Ihr habt ab jetzt wieder eine Stunde Zeit, jetzt gerade 14.45 Uhr. Das heißt, ihr habt Zeit bis 15.45 Uhr. In einer Stunde werde ich mir anschauen, was ihr für Maps gebaut habt. Ich wünsche euch viel Erfolg und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde, die Zeit ist jetzt vorbei. Eine Stunde ist abgelaufen. Die ganzen Paul Berger können mir jetzt ihre Wünsche zeigen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Paul Berger hier jetzt in einer Stunde gebaut haben. Und ich würde sagen, der Polt läuft hier schon so motiviert zu seiner Insel. Deswegen werden wir jetzt einfach mal bei ihm anfangen. Let's go. Wir alle mal rein bei ihm. Ich bin sehr gespannt, was er gebaut hat. Und wir werden wieder so von 1 bis 10 das Ganze bewerten. Ah, hier ist noch der Tisch von letztem Mal. Und die Cap von letztem Mal. Und okay. Ich glaube, das ist... Okay. Das ist von heute. Und zwar ist hier eine... warte. Ich glaube, ich erkenne das. Ist das quasi wie bei einer Tankstelle? So dieser Stand, wo die... Oder im Supermarkt, so dieser Stand, wo die ganzen Karten hängen? Ja. Ja, nice. Okay, oha. Oha, Amazon-Karte, PSN-Karte, PaySafe-Karte, Google Play-Karte, Steam-Karte. Also er hat hier ziemlich viele von den Gutscheinkarten, aber der Pfeil zeigt auf die PaySafe-Karte. Also er will eine PaySafe-Karte haben, 100 Euro und direkt hier mal zwei. Er will direkt zwei haben. Er kriegt wieder den Hals nicht voll genug, der Pott. Nee, Spaß. Auf jeden Fall hat er gut gemacht. Also ich habe ihr gesagt, Thema irgendwas Virtuelles, Gutscheincodes, whatever. Hat er gut gemacht. Ist wirklich gut. Wie bei so einer Tankstelle, Rewe, Supermarkt, whatever. Ihr wisst, was ich meine, wo diese ganzen Gutscheinkarten immer hängen. Und hier ist das alles echt deutlich zu erkennen. Also, das ist echt von mir schon. Es ist jetzt gerade schwer zu bewerten, aber echt rein vom Ding her würde ich hier wirklich eine 9 von 10 oder 10 von 10 geben. Also wirklich in diese Richtung geht. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Ohne Spaß. Ja. Polt, gut Dankeschön. Gemacht. Ich würde sagen, alle zurück zum Zentrum. Ab geht's zur nächsten Insel. Boah, scheiße, ey. Wenn das so weitergeht, werde ich hier in der Episode arm. Da muss ich ja hier das volle Limit von 200 Euro ausgeben, Jungs. So, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal... Komm, wir machen mal als nächstes. Wir machen mal jetzt nichts. Dann machen wir hier den Nico on 120 FPS ist der nächste. So, okay. Bin sehr gespannt. Was haben wir hier? Ich kann hier bis jetzt noch nicht das Gebaute erkennen. Nico, wo ist das Gebaute? Ach, hier. Oh, in der Luft. Okay, jetzt sehe ich es. Jetzt lebt das Ganze. Ist das irgendwie verbuggt oder was? Ah, nein. Ist das Saturn? Mhm. Alter, okay, krass. Es ist ein 100-Euro Saturn-Gutschein. Also ich finde, das Saturn-Logo hast du übelst krass gemacht hier. Ah, okay, hier steht es ja auch geschrieben, Saturn. Ich habe es gerade nicht gesehen. Aber allein das Logo habe ich schon erkannt. Finde ich echt gut. Gut gemacht. Vielleicht ein bisschen mehr Farbe oder so hätte ich mir da noch gewünscht. So mit diesem Blau-Orange sind ja, glaube ich, so diese typischen Saturn-Farben. Aber an sich trotzdem eine gute Sache. Ist cool gemacht, wirklich. Das Logo hat er gut gemacht. Ist bei mir so eine, wäre so eine 7 von 10 bekommst du mir. Wirklich ganz klassisch eine 7 von 10 100 Euro Saturn-Gutschein. Okay, Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was hättet ihr euch gewünscht? Was hättet ihr gebaut bei diesem Thema? Die nächste Insel ist von dem Eagle Eye. Okay, die heißt auch schon Gutschein. Dann würde ich sagen, alle mal hier bei dem Eagle Eye rein. So, was hat der Eagle Eye sich überlegt, um mir das Geld aus den Taschen zu ziehen?
Oh, warte mal da. Warte mal. Ich sehe hier schon was. Blau, orange hier außen in der Verpackung. Und da steht Legend of Zelda Link's Awakening. Nintendo. Das ist ein Nintendo Switch-Spiel. Download-Code für die Vollversion. Alter, das ist auch schon ganz krank gemacht. Ach du Scheiße, ey, das finde ich unnormal gut. Ich bin jetzt nicht so in dieser, in diesem Zelda-Game drin, dass ich da irgendwie so mega viele so Easter Eggs oder irgendwie sowas hier erkennen kann bei den Sachen, die da drin sind. Aber Zelda-mäßig hat man auf jeden Fall schon mal gespielt hier mit dem Wald und so, das passt schon. Und was ich auch direkt sagen muss, als ich diesen Kasten hier, diesen Block von außen gesehen habe, habe ich direkt auch an Nintendo Switch gedacht, wegen den Farben, dieses Rot und das Blau. Das ist schon echt geil gemacht mit dem Spiel hier drin. Nintendo Switch, Zelda hier drin, ein Code für die Vollversion will er haben. Aber warum ist hier unten in der Ecke so eine kleine 6? Weil das ab 6 Jahren ist. Ach, okay, sogar diese Altersbeschränkung hat er auch dran gedacht. Okay. Und was soll dieses gepunktete Ei hier drin? Das ist oben auf dem Vulkan drauf. Ah, also hast du da quasi das Cover nachgemacht? Ja. Alter, er hat das Cover nachgestellt. Warte mal, da schauen wir mal kurz rein. Das müssen wir uns mal anschauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ihr könnt das jetzt hier mal eingeblendet sehen. Ey, hat er wirklich gut gemacht. Der Vulkan mit dem Ei drauf. Das ist das Cover von Zelda Link's Awakening. Stark gebaut. Also das ist wirklich von mir. Digga, das ist wirklich auch echt diese 9 bis 10 von 10 Richtung. Jetzt Real Talk. Und das hier unten ist der kleine Link. Auch mit dem Schild und so. Digga, heftig. Also Real Talk heftig. Richtig viele Details, übelst gut erkenntlich gemacht. Ey, das ist wirklich stark, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist noch besser als das von Polt, aber wirklich gleichwertig. Vielleicht sogar besser. Ich muss mir noch Gedanken machen, aber ohne Spaß krank, Digga. Wer hat das gerade nochmal gebaut? Eagle Eye, ich. Eagle Eye, okay, Eagle Eye, starke Leistung. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen weiter zur nächsten Insel. Hier von Finn. Ja, von dem lieben HTTPX King, der heißt Max Stinkt. Okay, er macht sich schon mal sehr beliebt, Kappa. Alter, okay. V-Bucks, aufladen, PaySafe-Card. Ich muss erst hier gucken. Achso, warte, erst hier. Oh, ey, ihr macht's mir diesmal echt schwierig. Ihr seid echt alle gut, ey. PaySafe. Alter, er hat hier wirklich richtig real, auf kompletter Real-Basis, so eine PaySafe-Card in einem Wert von 150 Euro gemacht. Mit so einem Code auch. Okay, das sieht wirklich gut aus, diese Quittung oder Beleg oder wie man das nennt. Und dann hat er hier auch noch einen Monitor hingestellt. Quasi Fortnite, wenn man die V-Bucks aufladen möchte, PaySafe-Card-Bezahlung mit PaySafe-Card-Zahlungsbetrag. Also du willst diese 150 Euro, du willst eine 150 Euro PaySafe-Card haben und willst diese quasi in Fortnite reinstecken. Genau. Okay, hat er, Alter, Digga, aber muss ich auch sagen, Real Talk auch krank. Ist auch diese Richtung 9 bis 10 von 10. Also echt auch stark gemacht, muss ich sagen, Real Talk. Schwierig, mal wieder eine ganz schwierige Entscheidung heute. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, wieder zurück zum Zentrum. So, okay, meine Freunde, die nächste Insel ist von Angel Spray. Wunsch in Klammer Geburtstag, weil Angel Spray hat heute sogar Geburtstag. Happy Birthday to you, Marmelade. Ich kenne die jetzt noch, egal. So, ja, dann schauen wir mal bei dem lieben Angel Spray rein. Oh, ohne PaySafe-Card. Ach, ich sehe schon, Digga, ich sehe schon hier. Auch eine PaySafe-Card hat der Boy gebaut. Wünscht er sich zum Geburtstag. Das ist natürlich so ein Pluspunkt mehr, dass er heute Geburtstag hat. Ne, da muss man sagen, das ist so ein gewisser Extrapunkt. Auch hier voll nice dieses PaySafe-Logo gemacht mit dem roten Schloss und dieser blauen PaySafe-Schrift. Amount 100 Euro will er hier haben mit so einem PIN-Code. Ist schon echt gut gemacht. Ach, hier steht KB-Bonus auf Ehre. Okay, Leute, das habe ich sogar gerade gar nicht gelesen. Ja, aber ist halt wirklich so auf Ehre Geburtstagsbonus. Hat er gut gemacht, wobei ich aber sagen muss, rein die PaySafe-Card fand ich sogar gerade von dem Finn etwas besser gebaut, weil der Finn ist ja da auf so übelst viele kleine Details noch eingegangen. Trotzdem aber das Logo cool, also er hat sich auf jeden Fall auch trotzdem Mühe gegeben. Sage ich mal, mit Geburtstagsbonus eine 8 von 10. Auch gut gemacht hier. Ich könnte mich jetzt gerade noch nicht so mega krass entscheiden, weil echt alle übelst gut waren. So, nächster hier, Ümit, hat auch eine Wunschinsel gebaut. So, da gehen wir auch mal rein. Ach, Ümit, dann zeig mal, was du hier gebaut hast. Und ab geht's. Ah, genau, er hat ja letztes Mal auch schon diesen Snipe-Sodi gebaut. War auch ziemlich cool gemacht. Und jetzt hat er hier eine PaySafe. Jeder will hier eine PaySafe-Card haben. Jeder will, glaube ich, V-Bucks holen. Creator Code iCramix. Oh, das gibt auch einen Pluspunkt. Dass er da natürlich, wenn er das Ganze in Fortnite einlöst, das mit dem Creator Code iCramix OG macht, gibt natürlich auch nochmal diese anderen Pluspunkte. Ne? Abonniert alle und Glocke aktivieren. Habt ihr gehört?
Auch die PaySafe-Card hier wieder gut gemacht. Finde ich auch nice, weil das ist quasi so bildlicher dargestellt. Wisst ihr, wie ich meine? Mit so einer blauen Karte und diesem PaySafe-Logo drauf. Eine PaySafe-Card sieht halt mehr wie so eine Quittung aus, so wie Finn das quasi in Real Life gemacht hat. Aber trotzdem so sieht das irgendwie so bildlicher aus. Hat auch was, ist auch cool. Hat das Logo übelst gut gemacht. Die Schrift hat er auch richtig krank realmäßig dargestellt. Hier mit der dickeren Schrift auch und so. 100 Euro, also ist schon wirklich auch gut. Ist bei mir auch so eine 8 von 10. So ein paar mehr Details hatte ich mir noch gewünscht, aber auch so eine 8 von 10 ist das auf jeden Fall. Hier noch der Code hinten drauf. Mashallah, Digga. Läuft, läuft. Auf jeden Fall sehr, sehr viele gute. Okay, Leute. Der nächste ist der liebe Riyadama. Wir gehen wieder in die Insel rein. Ich bin sehr gespannt. Okay, was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Was hat er hier gebaut? Das ist ja ganz geisteskrank. Oben steht Walla Edemish. Habe ich zwar noch nie in einem Supermarkt so, auf so einem Regal gesehen, dass da Walla Edemish steht, aber gut. Nee, Spaß. Er hat hier auf jeden Fall wieder so ein Regal gebaut, wie von einer Tankstelle oder bei einem Supermarkt, wo die ganzen Gutscheincodes, PaySafe-Cards, whatever sind. Und das sieht ja schon echt ganz wild aus, ne? Das sieht ja schon echt ganz wild aus. Hier die... Alter, wie er allein dieses PlayStation-Logo gemacht hat. Und er hat auch an die ganzen Details gedacht. Oben die Flagge in der Ecke, der Betrag. Sogar ab 18. Ach, Alter. Alter. Ich kann bis jetzt echt nicht sagen, wer von euch der Beste ist. Das ist wirklich auch so eine absolute... Das ist wirklich auch eine 10 von 10, ne? Warum seid ihr denn alle so gut auf einmal? Allein hier diese Haken, wie er das Ding an diese Haken dran gemacht hat, finde ich nice. Übelst gut. Ohne Spaß. Also Riyadama, voila, diese gut. Voila, ich danke dir. Richtig geil, Alter, richtig geil. Also wirklich auch von mir, das ist auch so ein 10 von 10 Ding, ohne Spaß. Okay, dann würde ich sagen, zurück zum Zentrum. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wen ihr bis jetzt am besten fandet. Ich kann mich wirklich kaum entscheiden. Ich fand den Zelda-Typen extrem stark, ich fand ihn extrem stark. Schwierig, schwierig. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Letzten. Bei wem waren wir noch nicht, ihr Paul Berger? Okay, Leute, jetzt kommen wir noch zum Letzten. Und zwar Yannick der Pro 12 heißt der hier, glaube ich. Yannick der Pro 12, was hast du hier gebaut? Wir gehen auf die Insel und... Okay, wir sehen hier den Kevin. Kevin, was machst du denn hier? Ich wusste gar nicht, dass man Kevin im Kreativ spawnen kann. Ja. Okay, ja. Ich konnte noch nicht so gut bauen. So, sehr gut. Okay, warte, lass mich erstmal gucken hier. Lass mich erstmal gucken, Janik. Wir hat hier Kevin einen Würfel hin platziert. Also wir gehen immer davon aus, uns muss irgendein Gutscheincode oder irgendein digitaler Wert erwarten. Ja. Dann so, warte, hier steht was geschrieben. V-Bucks. Hier sind auch so Münzen, diese Fortnite-Münzen. 13.500 Fortnite V-Bucks. Okay, hier durch diesen Tunnel. Kannst du mir erklären, warum diese V-Bucks hier vor Kevin in so einem Tunnel sind? Hatte ich so eine Idee. Okay, Yannick. Dankeschön für auch dein gebautes hier. Nein, okay, also er wird es ja auf jeden Fall mit den 100 Euro 13.500 V-Bucks holen. Finde ich auch eine gute Investition. Ich kann so nicht ganz wirklich diesen Zusammenhang hier verstehen mit Kevin und so ein paar Leuchtstäben und so. Ja. Ja, wäre so eine 5 von 10. No front, Diggi. Hast du ja Mühe gegeben. Sieht auch cool aus von den Farben, aber ist jetzt nicht so mega erkennbar. Also ohne jetzt hier böse zu sein. Dann würde ich sagen, komm mal bitte wieder zurück in das Kreativzentrum. Ich hab mir gerade Gedanken gemacht. Das Ding ist, ich kann mich von diesen ganzen guten Inseln, die wir gesehen haben, das war echt stark, das war wirklich stark, kann ich mich nicht wirklich für eine entscheiden. Deswegen, meine Freunde, habe ich mir überlegt, ich möchte mir zwei Inseln nochmal anschauen. Und zwar ist das einmal nochmal die Zelda-Map und einmal nochmal diese Riyadama-Map. Also ich muss halt echt sagen, ich bin so im Zwiespalt. Ich finde irgendwie diesen Zelda-Typ mir übelst nice, weil es einfach so kreativ ist, Leute, und auch echt gut gebaut. Also das passt irgendwie von hinten bis vorne. Echt stark gemacht, muss ich wirklich sagen. Das ist in der Auswahl. Und dann noch, Leute, das, was wir gerade eben gesehen haben von Riyadama, dieses Regal mit den ganzen Sachen, fand ich halt auch übelst gut. Deswegen würde ich einfach mal behaupten, was kostet denn diese Zelda-Vollversion? Die kostet 60 Euro. 60 Euro. Okay, dann lass uns doch so machen. Riyadama, ich kaufe dir einen 100-Euro-Gutscheincode, was du da aufgebaut hast bei dir.
und hier Zelda-Typ, du bekommst hier für 60 Euro das Spiel. Dann haben wir so gesehen wieder zwei Gewinner, weil ich kann mich hier echt nicht entscheiden. Auch an alle anderen, ihr wart extrem gut dieses Mal. Also es fällt mir extrem schwer. Ich bin jetzt einfach danach gegangen von diesen ganzen Paysafe-Cards und PSN-Codes-Cards und keine Ahnung, was ich da alles gesehen habe. War einfach hier damals der krasseste. Aber wegen dem übelsten Kreativbonus wollte ich hier den Zelda-Typen noch belohnen. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir einfach die beiden gewinnen, ja? Ich glaube, das ist ein guter Deal. Schreibt mal in die Kommentare, meine Freunde, welche Map hat euch am besten gefallen? Was hättet ihr gebaut? Und wollt ihr nächstes Mal dabei sein? Kommt auf mein Discord oder schreibt mir euren Epic-Namen jetzt unten in die Kommentare. Lasst mir mal ein Like und ein Abo, dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymax.